Dieses Beispiel zeigt die Verwendung einer Vorlage für die Visualisierung von Datenpunkten. Im vorigen Beispiel haben wir bereits eine Vorlage für eine Kopfzeile erstellt. Nun definieren wir eine Vorlage für die Darstellung von Messwerten. Selektieren Sie wieder den Ordner Vorlagen, klicken Sie die rechte Maustaste und gehen Sie auf Neue Vorlage. Die neue Vorlage benenne ich Raumstatus. Die bereits vorhandene Vorlage beschrifte ich mit Navigation. Die Vorlage Raumstatus soll mehrere gleichartige Controller in verschiedenen Räumen visualisieren. Zuerst definiere ich ein grafisches Hintergrundelement, klicke rechte Maustaste, neue Zeichnung, ich wähle als Zeichnung ein Rechteck, ich skaliere das Rechteck auf der Zeichenfläche. Und wähle eine geeignete Farbe aus. Nun definiere ich zwei Zahlenfelder zur Visualisierung einer Raumtemperatur und eines Luxwertes. Ich wähle eine geeignete Schriftgröße und eine geeignete Farbe. Und füge die Bezeichnung Raumtemperatur zum Anzeigetext ein. Abschließend positioniere ich das Zahlenfeld auf der Bildfläche. Zusätzlich schalte ich den Hintergrund transparent. Dasselbe mache ich jetzt mit dem anderen Zahlenfeld. Ich wähle das Feld aus, definiere die Schriftgröße. Als Anzeigetext wähle ich hier Lux Level. Ich positioniere das Feld wieder und wähle geeignete Anzeigefarben aus. In jedem Fall muss ich für diese Vorlage einen Basispfad definieren. Ich wechsle auf den Reiter Vorlage Instanz und wähle nun den Basisordner für die relativ adressierten Datenpunkte. Bitte beachten Sie, dass die Ordner für die unterschiedlichen Geräte immer unterschiedliche Namen haben müssen, dass aber die Datenpunktbezeichnung in den Ordnern stets gleich sein muss. Ich wähle nun den Geräteordner Raum 1 als Basispfad aus und klicke die Taste OK. Auf die gleiche Art und Weise definiere ich nun exemplarisch die Datenpunkte aus diesem Ordner. Klicke rechte Maustaste, Datenpunkt Referenz, gehe wieder in den Ordner Raum 1. Hier wähle ich die Raumtemperatur, NVI Room Temp. Und dasselbe mache ich mit dem anderen Zahlenfeld. Klicke rechte Maustaste, Datenpunkt Referenz. Und hier wähle ich wieder aus Raum 1 das NVI Lux Level aus. Die Vorlage für diese beiden Datenpunkte ist somit fertig und ich ziehe sie wieder mittels Drag and Drop auf die einzelnen Seiten. Raum 1, Raum 2 und Raum 3. Abschließend überprüfe ich die Basispfade der neu erstellten Instanzen. Für Raum 3 wähle ich den Geräteordner Raum 3 aus. Für Raum 2 muss der Geräteordner für Raum 2 gewählt werden. Und für Raum 1 ist der Geräteordner bereits richtig festgelegt. Somit sind alle relativ adressierten Datenpunkte eindeutig. Und dieses kleine Beispiel ist damit fertig.